So, willkommen Leute zu einer weiteren Dino-Park-Folge und heute wird sich das Video wiederum um Truhenöffnung drehen. Und da ich gerade hier mein Glücksrad hier was gedreht habe, habe ich jetzt wieder so ein zufälliges Tierchen wieder bekommen, ein Puzzleteil. Dann machen wir dann gleich hier mit Belohnung abholen, wie ihr seht. Bin ich da nicht so gerade immer online gewesen. So, dann machen wir mit den Truhen weiter. Ich habe da schon einige eingekauft hier. Wir noch einige davon öffnen. Und wir fangen natürlich dann gleich hier mit den hier epischen und Retro-Truhen an. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt Schlüssel habe. Und was habe ich hier für ein Tier? Ah, jetzt wird es angezeigt. Minstosaurus, keine Ahnung. Und ein Donnervogel. Okay. Den haben wir leider nicht gekriegt. Wie viele? 22 Schlüssel haben wir. Na komm, machen wir mal auf. Was ist denn noch? Ein Souvenirshop. Gut. Belohnung abholen und dann geht es einmal mit der legendären Truhe weiter. Mal schauen, was hier so Schönes gibt. Ein 3-. Ein Criolo. Keine Ahnung, diesen Namen kann ich gar nicht lesen. Ja, das ist okay, den haben wir schon mal. Und den haben wir. Und den haben wir nicht. Also versuchen wir mal über Puzzleteile zu bekommen. Und da ist er ja schon. Den Rest lassen wir mal so sein. Wir müssen ja auch ein bisschen auch Glück haben mit dem, wie heißt das hier, Schlüssel. Wir dürfen ja nicht so viel ausgeben. Dann haben wir hier dieses grüne komische Ententier. Also wir es auch schon. Dann haben wir hier so einen Stegosaurus. Das ist so der einzige Tier, was man so gescheit aussprechen kann. Aussprechen kann. Typ. Aktion, keine Ahnung. Ja, alle Tiere sind hier irgendwo. Ja, guck mal, alle vier Dinos sind da oben. Ja, klar. Okay. Okay, Belohnung abholen. Ich hätte zwar einen Schlüssel nicht gebraucht, aber egal. Da geht es hier weiter. So, da haben wir jetzt geöffnet und jetzt geht es mit den Münztruhen weiter. So, ein Dino haben wir hier drin. Ja, Pech gehabt. Und wieder ein Dino drin. Ja, diesmal haben wir den erwischt. Hier gibt es nur Dekoration. Aber die guten Teile haben wir auch erwischt. Genau, den Hippidion, den hatten wir glaube ich schon öfters mal gehabt. Und da ist er auch schon. Irgendwann werde ich mal auch meinen Zoo da erweitern hier, mein Dino Zoo, da ich hier einige schon Tiere hier sechs Puzzleteile habe. Nur muss ich halt schauen, was ich da für Gehege brauche für die ganzen Tiere. Das ist nicht so eine Dekoration hier vom Event, glaube ich, gewesen. Das könnte sein. So, hier haben wir das eine Dino, was ich ja in den anderen Truhe gehabt habe. Leider nicht gut.
möchte ich jetzt keine Schlüssel verwenden. Und da ist er wieder. Und der will wohl doch. Nee, der will doch nicht mit rein. Na, ist er das dritte Mal noch drin? Na, natürlich nicht. Kleinigkeiten drin. Hier haben wir einen Flugsaurier, hier haben wir einen Flugsaurier und hier haben wir irgendeinen Saurier. Ein Mann Tarix. Na gut. Es soll es halt nicht sein. Bei drei Dinos, da ist halt die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass man da genau alle drei trifft. Das habe ich auch schon bei so 2 Animal Park festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit dann bei mehreren Tieren als Puzzleteil dann die Chance gering ist, dass man die bekommt, beide. Ein guter Lauf hier jetzt gewesen. Ja, hier, das ist dieser Tiger, was ich hier, dieselbe Zahnzeug hier, keine Ahnung, Katze oder sowas, was ich hier mit Glücksrad gehabt habe. Als Puzzleteil, das kenne ich nicht in der Arbeit. Haben wir leider nicht. Ja. Machen wir einfach weiter. Wir haben noch genug Puzzleteile zum Öffnen. Ja, auf jeden Fall die 2 Dinos habe ich. Ein drittes Dino. Leider nicht, aber egal. Von denen habe ich sowieso genug. Oder mehrere Farbvarianten. Hier sind meine hübschen. So, dann geht's weiter. Menge, den haben wir wieder mal. Ja, leider nicht. Das Wahnsinn, Dekoration vom Event, das gute Teil zu bekommen. Hier ist wieder irgendwas Neues. Wie ihr seht hier an meinem Kontostand, ich könnte eigentlich noch mehrere Male hier so eine Truhenöffnungstür machen. Jawohl, jawohl. Sehr schön. Schön, schön Dino-Puzzleteile bekommen. Hier haben wir auch so eine Farbvariante. Was man bei diesem Event kreieren konnte. Ja, leider nicht. Na komm, versuchen wir das zu bekommen. Da ist er ja. Und das ist hier so meine Farbvariante gewesen, was ich 2. Platz bekommen habe. Weil ich habe mir auch schon so gedacht, irgend so ein kompliziertes Tier möchte ich irgendwie nicht machen, sondern das, was eigentlich schon im Spiel vorhanden ist, das wird, glaube ich, viel besser ankommen, als so, wenn man sich da irgendein Tier ausdenkt, was es noch nicht im Spiel gibt. Deswegen habe ich auch ein einfaches Tier genommen, was hier vom Level her auch schnell erreichbar sein kann. Deswegen habe ich auch das ausgesucht und mir dann das hier im Grün dann so gemacht. Zitti Patti. Deswegen hat PS das die Variante auch ganz gut gefallen und deswegen
habe ich den zweiten Platz für das Design hier bekommen. Natürlich hat OBS das Design so ungefähr etwas besser umgesetzt, als ich das halt vorgestellt habe. Auf jeden Fall sieht der Dino auf jeden Fall ganz cool. Also sehr hübsch aus. In Grün. Und die weißen Punkte so, grün-weiß, passen sehr gut dazu. So, geht's weiter hier. Wir wollen uns nicht so viel ablenken. Was haben wir hier? Den haben wir auch schon, glaube ich, etwas gehabt. Leider nicht. Hier ist schon wieder so ein Flug-Dinosaurier. Leider waren die jetzt alle außen. Also mache ich jetzt hier drin wieder. Jawohl, da ist der Dino. Und jetzt machen wir wieder außen. Ja, jetzt hat es wieder geklappt, hier die Funktion einmal innen drin, einmal außen zu machen. Mal schauen, ob es so weiter gut laufen wird. Jetzt wieder außen. Ja, guck mal, hat wieder gut funktioniert. Jetzt müssen wir wieder innen drin machen. Ja, ein Dino auf jeden Fall, den habe ich. Hier wieder außen. Vielleicht erkennt irgendwie das System irgendwie, wie du die Teile öffnest und deswegen tut er die Puzzleteile anders immer legen. Wer weiß das schon, wie es das jetzt alles programmiert hat. Oder es wird einfach frei Schnauze irgendwie entschieden. Hier haben wir schon wieder hier. Minty. Klingt irgendwie so ähnlich wie Minze. Oh, ne. Kaufen möchte ich keines. Genug da. Ja. Jetzt muss ich jetzt dann wieder außen öffnen. Aha. Doch nicht mehr. Oh, hier haben wir noch irgendwas Neues. Petiranton. Ja, leider nicht. Ja, von denen haben wir auch schon mehr Puzzleteile. Und da ist er. Und hier haben wir zwei Dinos wieder. Haben wir hier Spannendes? Auch nur Dekoration. Das ist nicht so toll. Ihr wisst ja, ich stehe dann nicht so sehr auf Dekoration. Hier haben wir schon wieder dieses Tierchen. Da haben wir wieder ein neues Tierchen. Ja, wir müssen den da erwischt. Okay. Dann haben wir wieder. Leider auch nicht. Meistens so zum Schluss kriege ich meistens kaum Tiere, die ich. Bekommen kann. Meistens tue ich immer an der falschen Puzzleteil öffnen. Ja, das ist irgendwas Neues hier. Was man dann bekommt hier. Sehr schön, sehr schön. Dekos, also öffnen wir einfach irgendwas. Jetzt hier weiter, auch nur Dekos. So, dann sind wir ungefähr bei der Hälfte schon angekommen von unserer Truhe. So, zweimal der gleiche Dino hier. Das kommt auch sehr selten vor. Guck
Guck mal, gleich zwei Stück erwischt. Wow. Das ist ja fast eine Sechser im Lotto. Den haben wir ja schon öfters mal gehabt. Nein, leider nicht. Auch eine Dekoration. So, hier ist schon wieder noch ein Deko. Schon wieder noch ein Deko. Und die dritte Truhe hintereinander von den Dekos drin sind. Wie gesagt, habe ich irgendwie so auch das Gefühl, dass es so, desto weniger Truhen da sind, ab einer gewissen Zahl, dass dann irgendwie die Puzzleteile irgendwie schlechter werden. Das ist irgendwas Neues, Mega Raptor. Jo, war erwischt. Den haben wir erwischt. Jetzt haben wir wieder zwei Dinos hier und zwei Stück im Abwicht. Und wieder zwei Dinos. Ah, gut. Hier gibt es wieder noch Deko. So. Wieder so ein. Den gibt es, glaube ich, sogar für Diamanten. Ne, für Münzen. Oder? Ich glaube schon, den gibt es. Dinosaurier. Ja, den gibt es für Münzen. Okay, gut. Ist jetzt nicht so wild. Dekoration. Lieblingsdino ist da wieder gewesen. So, 35 Truhen noch. Gibt es ein Deko? Was ist das? Blauer Regenwald. Okay. Wieder noch Dekos. Ah, den Baum kriegt man hier immer ganz schön hoch. Da ist er schon wieder. Und wir haben es von der anderen Seite. Jetzt ist er hier in Punkt gewesen. Und schon wieder noch Dekos. Jetzt mal ein Dino. Das Spielfeld sind heiß, okay. Wie gesagt, ich kenne diese ganzen Sachen überhaupt nicht. Dino Park. Ich habe nur so am Anfang so ein bisschen im Park so ein bisschen erweitern, damit ich hier schön hier Münzen sammeln kann. Für die Truhen, Öffnungsvideos, damit ich hier auch ein bisschen Content liefern kann. Weil nur Dino Park zu zweit zu machen, da ist irgendwann mal die Luft auch raus. Und was ganz Neues will ich auch irgendwie nicht anfangen, weil ich will nicht nur den ganzen Tag nur am Spielen meine Zeit verbringen. Ja, schade. War nicht versteckt hier. Ja, geht wieder die Dekoration holen los.
davon. Mach das mal ein bisschen schneller hier, solange hier die Deko-Truhen wieder am Start sind. Wir wollen die Dinos sehen, Dino-Puzzleteile. Jawohl. Wenn sie öfters zu sehen, kriege ich da die Dino-Puzzleteile, die dann nicht so wertvoll sind. Das ist so wie beim so 2 halt, der Hase, Ziege, Koala und sowas. Eine Baumsteppenzaun-Ecke. Das ist ein goldenes Puzzleteil. Ne? Ja, guck mal, das habe ich sogar erwischt. So, 16 Truhen habe ich. Wow, 3 Minus. Das war ja schon lange nicht mehr gewesen. Ja, 2 erwischt, sehr gut. Was haben wir hier wieder? Dekoration. So, was habe ich hier? So, 13. Das ist eine Dekoration. Ich dachte, es wird ein Dino sein. Na gut, der ist ja nicht so wichtig, ob ich den jetzt bekomme oder nicht. So, nur noch 10 Truhen. Und den ist auch nicht so wichtig, ob ich den bekomme oder nicht. Aber ich freue mich immer wieder, wenn ich den Dino ziehen kann. So, hier haben wir schon wieder so ein Fliegeding. Jawohl, war ein guter Puzzleteil mitgenommen. So, 7 Truhen noch. Okay. Wieder das Fliegendings da und Parasaurolophus. Ja, den habe ich ja, glaube ich, irgendwo hier so. Das ist auch so ein einfaches Tier. Parasaurolophus. Habe ich den nicht gehabt? Nee, den habe ich noch gar nicht einmal. Nee, den habe ich noch gar nicht einmal. Egal, nicht so wichtig. Stelle ich irgendwann mal rein. Wir werden ja sowieso gleich anschauen, was ich da so alles für Puzzleteile wieder ans Land gezogen habe. So, 3 Truhen noch. 3 Stück und wieder noch Puzzleteile. Oder besser wieder Deko-Teile. So, 2 Truhen und wieder noch Deko. Und letzte Truhe, komm, gib mir was Schönes. Ah, wenn es ein Dino hier, zwar kostet der noch Münzen, aber nicht so wild. So, 1, 2, 3, 4, ja. Gut gezielt, aber nicht getroffen, sage ich noch. So, hole ich noch hier das bisschen Geld hier ab. Und dann schauen wir aus, was ich da hier für Sachen alles habe. So, an denen habe ich schon 6 Puzzleteile. Und dann machen wir erstmal alle Dinos hier. Und da, von denen habe ich schon 15 Teile, von den 12 Puzzleteile. Neu, da sind alles neue Tiere, was dazu gekommen sind, aber die habe ich eigentlich schon länger da. Ja, nämlich von denen sogar schon 10 Puzzleteile.
Fehlen mir noch sozusagen zwei Stück für zwei Tiere. Das ist nicht schlecht. Ansonsten sieht doch ganz gut hier aus. Hier 10, 9, 8, 8. Boah, wie oft habe ich schon hier die Truhen geöffnet? Da? Dass ich schon so viele Puzzleteile von den Tieren habe. Also sind auf jeden Fall mehrere hübsche. Ist es hier mega Tapir? Das ist der mega, das ist sozusagen der Ur-Ur-Ur-Ur-Tapir der Tapirs von heute sozusagen. Sieht auf jeden Fall aber ganz gut gelungen aus. Nein, möchte ich nicht damit abschneiden. Klar, genug, genug. Da fehlt mir noch ein Puzzleteil. Ich könnte auf jeden Fall schon sechs von den Tieren haben, wenn ich die alle vollendet hätte. Bei denen habe ich schon sechs. Bei denen auch sechs. Da muss ich dann nach den Bildern anschauen, was sie so für Gehege brauchen. Dass ich die Gehege schon mal alle vorbereite, alles schon baue. Weil hier muss man ein bisschen vorplanen im Spiel, weil die Bauzeit kostet ja auch Zeit. Ich kann da jetzt nicht anfangen, jetzt die Sachen zu bauen und dann aus dem Spiel wieder rausgehen erstmal und mein Video auch stoppen lassen. Und dann nach 8 Stunden oder sonstiges dann wieder ins Spiel reingehen und da das Video wieder fortsetzen zu lassen. Deswegen lieber erstmal komplett zu Ende bauen lassen und dann erst anfangen, Video zu drehen. Wie ich dann sozusagen die neuen Videos so reinsetze hier. Das wird auf jeden Fall auch für mich so ein kleines Highlight sein. Vielleicht haben wir sogar Glück und es gibt so eine Rabattaktion auf Grundstücke, obwohl ich eigentlich Geld genug habe. Aber irgendwann mal muss ich hier auch wieder die Grundstücke für Diamanten frei öffnen. Ich habe zwar ein paar sich, haben sich da ein paar eingesammelt. Da ich ja jedes Spiel kommt mit den Diamanten ja kaum was rein. Nur über hier Kalender. Aber da komme ich auch nicht oft ins Spiel. Die einzige Zeit, wo ich jeden Tag ins Spiel gekommen war glaube ich, da gab es irgendwas im Kalender gewesen, was ich unbedingt haben wollte. Und deswegen bin ich da jeden Tag auch in den Dino Park reingekommen, Kalender abgebucht und dann wieder raus. Und natürlich halt Geld eingesammelt. Deswegen habe ich auch hier auf meinem Konto so viel Geld drauf. Das habe ich noch gar nicht mal weiter, obwohl 20 Diamanten. Ammoniten auch nicht besonders viel sind, aber egal. Brauche ich eigentlich nicht. So, wir sind aber bei Dekorationssachen von Events. So, dann würde ich mal sagen, war das erstmal für die heutige Truhenöffnungsfolge von Dino Park und ich wünsche euch noch einen schönen Montag und genießt das schöne Wetter. Auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.